Hey Leute und willkommen zur ersten Folge Star Wars Battlefront 3 von mir. Wir haben ja auf unserem Kanal jetzt mehrere Leute, die Battlefront aufnehmen, nämlich Tobi und mich und vielleicht auch noch Flori, wir wissen es noch nicht. Aber wir denken uns natürlich alle, dieses Spiel müssen wir spielen, weil es einfach so ultra geil ist. Und wir wollen das auch alle aufnehmen. Und ja, Leute, ich bin jetzt hier schon mitten in einem Spiel in Drop Zone, also nicht mittendrin, es hat gerade angefangen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was man machen kann. Also, man kann sich hier seinen Charakter, wie soll man sagen? Halt anpassen, ne? Es gibt diese Star-Cards, da kann man dann Sachen freischalten, wie Thermaldetonator und solche Sachen hier alles. Da braucht man halt Level zu. Ich bin Level 2, seht ihr hier oben, und habe 590 Credits und da muss man Level 3 sein, Level 5 und so weiter. So, bei Blastern ist es genau das gleiche. Deswegen habe ich jetzt noch so einen etwas einfacheren Blaster. Wir spielen jetzt die Rebellen und müssen gegen das Imperium kämpfen und dabei solche Kapseln einnehmen. Das ist Drop Zone. So, da seht ihr schon, sind wir jetzt drin. Ich habe bisher ein Match gespielt und muss sagen, ich komme ganz gut damit klar. Und das Spiel ist ultra geil, Leute. Guckt euch die Grafik an. Sie ist nur auf... Okay, da haben wir schon mal den ersten. Okay, der kam natürlich überraschend jetzt dahinter. Das Spiel frisst noch nicht mal, es ist noch nicht auf Ultra bei mir, weil das sonst einen Error gibt, wenn man im Vollbild auf Ultra spielt, dass die Grafikkarte überhitzt. Das habe ich gerade, das brauche ich gerade nicht, deswegen habe ich das mal lieber sein gelassen. Und habe alles auf High einfach nur, aber auch hier ist das Spiel schon so ultra geil, das seht ihr ja gerade schon. Und wenn ich das dann noch alles später auf Ultra stelle, so, da haben wir den nächsten. Dann, das wird so ultra geil aussehen. So, zwei haben wir, dann sind wir draufgegangen. Aber was ich noch viel geiler finde als die Grafik, ist einfach die Audio-Atmosphäre, Leute. Die ist einfach nur ultra geil. Hört euch das mal an, alles. Das macht so viel Bock, hier einfach... Hi! Gut, den haben wir. Erstmal reloaden. Hä? Wie viele sind das denn? Hilfe! Lol. Kann man nicht, wenn man ein Magazin noch nicht leer geschossen hat, kann man nicht reloaden? Ich weiß es nicht. Wie will man eigentlich Laserschüsse reloaden? Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Also, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Aber, also, reloaden geht auf jeden Fall. Das war's von mir. Sind einfach zu viele gerade da. Und der da hinten hat mich gekillt. Was ein Sack. Ja, man muss natürlich hier auf alles aufpassen, weil es gibt Jetpacks, es gibt alles, Leute. Und das ist halt erstmal eine zweite Runde. Aber ich komme ganz gut klar mit dem Spiel. Und ja, das ist geil. Also, ich habe mich direkt verliebt in das Spiel. Lol, was war das denn? Okay, ducken. Hi, da habe ich dir aufgelauert. Boah! Lol! Von wo? Ach, da! Boah, den haben wir. Ein Kill-Assist haben wir aber nur gemacht. Holy crap, Alter, was explodiert denn manchmal? Also, das ist auch das richtig Coole, weil es so eine interaktive Map ist. Man sieht immer, da hinten ist gerade dieser Supersternzerstörer explodiert. Alter, wie fett! Lol! Ja, das ist halt das. Oh, nein! Nein! Ich bin in irgendeiner Dreckspflanze hier. Oder in so einer Grube. Also das ist halt eine interaktive Map. Es passiert überall was. Manchmal stürzt einfach so ein TIE Fighter ab oder so. Das passiert. Auf der Map. Also auf allen Maps hier. Weil in der Beta gibt es zwei Spielmodi, die man online spielen kann. Einmal Dropzone, den wir jetzt gerade spielen. Wo man halt diese Kapseln einnehmen muss. Und einmal... Shit, ich dachte, da hätten wir jetzt eine gute Posi. Und einmal Walker Assault, wo man einfach die AT-80s auf Hoth davon abhalten muss, an den Generator zu kommen, glaube ich. Wieso hat er das geschafft? Ich habe ihm einen Schuss in den Kopf gegeben, Alter. Aber immerhin habe ich einen Critical Kill Assist gegeben, dafür gab es Punkte. Ja, we can't let that happen, aber
keine Ahnung, es funktioniert gerade halt einfach nicht. Und du bist halt direkt tot. Die schießen mit so einer dummen Handfeuerwaffe. Weiß gar nicht, wie das geht. Wenn ich denen einen Headshot gebe, sterben die nicht. Na egal. Also es macht auf jeden Fall richtig Spaß, es zu spielen. Mal gucken, ob wir gleich eine andere Waffe freigeschaltet haben, wenn wir die Runde gespielt haben, weil die geht noch 4 Minuten. Das heißt, ich werde direkt hinten noch eine dranhängen. Da hinten ist einer. Komm, den kriegen wir. Ja, Kill Assist haben wir bekommen. Da hinten ist einer. LOL! Ah, okay, er hat einen Rifle. Okay, das ist verständlich. Haben wir verloren? Ich bin Zweiter. Aber gerade eben hatte ich in dem Match eine bessere Statistik. Jetzt habe ich 5 zu 8. Und eben hatte ich 11 zu, ich glaube, 6. Da habe ich mich gefreut. Das war gute Statistik. Das war eine gute Statistik. Aber jetzt war die scheiße. Also, nicht besonders zumindest. Okay. Wir kriegen jetzt gerade die XP. Und das wird dann halt jetzt nochmal umgerechnet in Credits. Ihr müsst mal überlegen, gerade habe ich 600 irgendwas Credits bekommen. Richtig krass. Gerade war ich nicht schlecht. Aber wir hängen jetzt direkt noch eine Runde hinten dran. So. Ah, wir sind auch wieder Imperium. Nochmal gucken. Das ist ab 333. Warte, was kann ich hier noch? Achso, die Hand, genau. Und man kann sich hier hinter auch die Truppe später anpassen. Ne, dann will ich lieber das hier. So, jetzt habe ich das E11-Gewehr hier equipped. Und jetzt kann ich direkt loslegen. Und das kann man dann überspringen mit Leertaste. Dann auf Start drücken und dann geht's los. So. Das finde ich halt echt cool, dass man die Klassen anpassen kann. So wie man will. Okay, da war schon einer. Der hatte einen Jetpack oder so ein Jumppack. Damit konnte ich ihn nicht kriegen. Das Dumme ist halt einfach, dass diese Sturmtruppen hier nicht gut getarnt sind. Die Rebellen. Boah, Alter, er steht einfach richtig in der Sonne. Ich konnte einfach gar nichts sehen. Und hinter mir sind einfach wieder zwei. Wo kommen die denn alle her? Aus welchen Löchern? Mann. Stehe ich schon 0-1. Ist doof. Egal, da hinten habe ich einen gesehen. Komm, den kriegen wir. Nee, wir haben nur den Critical Kill Assist bekommen. Leck mich doch. Da habe ich einen gesehen. Fuck! Da musste ich reloaden. Oh Mann, Alter, dann kommen die wieder. Wenn das wieder zwei sind, dann wird es halt wieder schwer. Ich weiß halt noch nicht, wie man hier irgendwas machen kann. Ob man irgendwie so eine. Boah, lol. Und ich habe das Gefühl, mein Blaster ist einfach richtig. Richtig unterpowered im Gegensatz zu dem von den anderen. Verstehe ich gar nicht. Naja, ich werde mich hochleveln, Leute. Und ihr werdet dabei sein, weil wir jetzt einfach vorproduzieren, sodass wir für den nächsten Monat Folgen haben. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf Battlefront. Dann kommt nicht immer nur Minecraft, sondern mal ein bisschen Abwechslung. Wir wollten ja sowieso... Oh, hinter mir ist da, glaube ich, einer. Ist hinter mir einer? Nee, da aber. Warum? Achso, da war noch ein Thermaldetonator. Nein! Mann! Ich weiß halt auch nicht, wie man das Jetpack benutzt. Ich könnte theoretisch mal in der Steuerung nachgucken, aber... Also unten kriegt jetzt auf jeden Fall meine Lebensanzeige angezeigt, da wo 94 steht. Halt, normalerweise hat man 100. So, ich gehe mal hier rauf. Okay, einen haben wir. Da ist noch einer. Ah, shit, aber den hätten wir fast auch noch down gekriegt. Mist, 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 Mist. War knapp. So. Aber das ist kein Problem, Leute. Ist immerhin erstmal eine dritte Runde. Also, alles verzeihbar. Okay, den hatten wir. Knapp aber gekriegt.
Okay, und der konnte es dann mit einem Schuss mit seinem Rifle da hinrichten. Schade. Schokolade. So, oben ist natürlich nicht immer ein Vorteil. Man hat halt eine bessere Sicht auf andere, aber andere haben auch eine bessere Sicht auf dich. Wenn du so ein Sturmtrooper bist. Von wo? Ah, Mann, habe ich nicht gesehen. Aber die passen sich auch so gut an mit ihrer Scheißkleidung. Die ist so braun und die Felsen auch. Da oben. Okay, einen habe ich. Na komm, zeigt euch. Wo sind sie? Da. Ich habe euch im Blick. Wie werfe ich denn was? Lol, das ist Nahkampf. Mittlere Maustaste ist Nahkampf. Geil, es gibt Nahkampf. Wie werfe ich was? Keine Ahnung. Eins. Ach, mit der Eins. Okay, dann stürmen wir das da oben mal mit 10 Leben. Okay, Thermaldetonator drauf. Und dann von der anderen Seite kommen. Und wir werden beschossen. Ah, Mist. Mist, 82 hat er. Ja, das wäre unmöglich gewesen. Habe ich da oben jemanden schießen sehen? Auf mich? Hallöchen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Schade, wir haben keinen von den beiden bekommen. Ich habe da nur zwei Rebellen gesehen. Geil, wir haben beide. Double Kill. So, und jetzt können wir hier claimen. Nee, das. Hä? Ja, wie claimt man den denn? E. Zack. Pot claimed. Ja, ich brauche aber auch Hilfe, wenn ich so einen Pot claimen soll. Boah, ja, gegen so viele kann ich leider nichts machen. Aber ich war gar nicht schlecht, glaube ich. Also ich habe das schon gar nicht schlecht gemacht, meine ich. Ich hoffe, ich übersteuere nicht so krass. Weil das ist ein Spiel, wo mehr Action drin ist, Leute. Aber die interaktive Map ist halt echt mega geil. Wie alles hier einfach noch auf sich schießt und so. Das Spiel ist einfach richtig gut programmiert. Also es gibt. Die Engine ist richtig gut. Es gibt fast. Es gibt keine Frame-Einbrüche in der Beta. Es gibt keine Ruckler. Ich habe durchgehend 60 FPS. Also meine FPS grenzt Fraps auf 60. Und ich habe durchgehend 60 FPS. Und es lässt sich einfach richtig flüssig spielen. Und es ist halt, es ist auf High. Also ich werde ohne Probleme auf Ultra spielen können. Ich habe eben gesehen, mit unbegrenzten FPS hatte ich, glaube ich, 200 durchgehend. Also auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel, was man, denke ich, auch auf nicht so guten PCs gut spielen kann. Freut mich, dass EA da doch was hingekriegt hat. Ich war am Anfang sehr skeptisch, ob das was wird. Aber es ist was geworden. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Killassist immerhin. Alter, diese Jump Packs, ey. Okay, wir haben den Pot gecaptured. Dafür haben wir 100 Punkte bekommen. Er ist down. Hui! Shit, ich wollte eigentlich einen Thermaldetonator werfen, aber ich habe auf Q gedrückt. Ist irgendeine Taste auf Q, weil sonst würde ich mir den Thermal. Nee, mal gucken, ob ich mir den irgendwann mal auf Q legen kann. Das ist irgendwie praktischer, da muss man die Hand nicht so weit bewegen. Oder vielleicht auf irgendeine Maustaste, das wäre noch praktischer. Dann könnte man alle Waffen mit der Maus halt steuern. Wäre, glaube ich, das Beste. Achtung! Okay.
Okay, wir müssen gucken. Noch 1 Minute 40 dauert das Match. Wir haben verloren sowieso schon wieder. Das habe ich zu spät gesehen. Doof. Aber es geht, egal, es geht ja Hauptsache, es geht ja erstmal nur darum, hier ein bisschen zu zeigen, ein bisschen Eindrücke zu geben. Wer schießt denn hier? Ach, von da hinten. Das tat weh. Kill Assist haben wir. Okay, das ist gut. Okay, von hinten wurde ich abgeschossen. Okay, haben wir. Wir haben auch irgendeine Auszeichnung bekommen. 10 Kills with a Blaster Rifle. With a Blaster Rifle. Also es sind alles Rettungskapseln hier, die wir dann einnehmen müssen. Sagen die ja immer, der Escape... Boah, das hat er mal gar nicht verwackelt. Ja, den haben wir. Nice. Hä, warum schießt er nicht auf den? Haben wir einen Kill Assist geholt noch? Okay, gut. Läuft doch. Fuck, Reload. Habe ich nachgeladen? Okay, habe ich. Also, oder, muss man überhaupt nachladen? Bin ich dumm oder so? Ich meine schon, oder? Nein, man verschießt eigentlich keine Muni. Moment, wir schießen mal durch. Genau, der überhitzt nämlich einfach nur. Ich wollte schon sagen. Leute, falls ihr euch aufgeregt habt, kein Problem. Aber eben stand da irgendwas von Press Air. Und ich bin es halt aus Shootern gewöhnt, einfach nachzuladen. Aber es hat für mich ja von Anfang an keinen Sinn ergeben. Oh. Der hat mir aber schnell mal hinten einen reingedrückt. So, da haben wir auch schon verloren. 11-14. Ja, nichts Besonderes halt. Immer noch negativ leider. Aber ist okay, Leute. Ist okay. Und damit haben wir jetzt auch eine 20-Minuten-Folge schon zusammen. Fand ich richtig geil. Also Battlefront ist ein richtig geiles Spiel geworden. Merke ich jetzt schon an der Beta. Und mal gucken, wir werden Rang 3 auf jeden Fall. Gut, dann können wir nochmal kurz gucken, ob wir was Neues ausrüsten können. So. Gut. Dafür gibt es dann wieder ein bisschen Credits. Und einmal das Dankeschön, dass wir die Beta spielen. Kein Problem, yay. Gerne. So. Und dann können wir mal gucken. Ah, wir können hier... Guck mal, was wir können. Wir können endlich dieses... Cycle Rifle holen uns. Zack. Dann gehen wir mal back. Und Ion Shot können wir uns auch holen. Moment, wir gucken erstmal, ob es noch einen Blaster gibt. Tatsache. Diesen hier. Nehmen wir uns den oder behalten wir den? Das ist halt die Frage. For Medium Range Combat. Ich habe eh keine, nicht genug Credits, also lassen wir es bei dem und kaufen uns hier den Ion Shot. Zack. Her damit. Und dann gehen wir zurück und rüsten das mal aus hier. Zack. Zack. Gut. Back. Back. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal eine positive Bewertung da. Abonnieren natürlich, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao.